So, haben wir auch ein bisschen Erde. Genau, und dann sind es 1, 2, 3. Also 3 wird der Weg breit. Und dann gehen wir da durch. So. Dann haben wir hier. Das war nicht das Geilste, aber. So. Dann machen wir das noch ein bisschen naturell, sag mal so dazu, oder? Weiß es jetzt nicht. Bisschen Terraforming. Sagt man so dazu, oder? Terraforming. Sehr bekannt, Terraforming. Es soll ja Leute geben, die sagen, ich ändere nichts am Gelände und dann auf einmal das ganze Gelände geändert. Solche Leute soll es auch geben. So, und top. Machen wir hier mal 2. So in etwa. Lassen wir uns so hochwachsen. Okay, dann würde ich sagen, habe ich ja schon mal den Weg, wie ich den haben möchte. Dann können wir hier ja schon mal... Leider hält die Eisenschaufel ja nicht so lange. Und ich muss tatsächlich, ich will so schnell wie möglich in den Nether. Ich brauche nämlich Clonezone. Unbedingt. Unbedingt. Ich möchte mich da gerne dann... das wollte ich jetzt nicht. Ah, egal. So, ich möchte nämlich da unbedingt gerne dann Lampen hinbauen. So, jetzt mal überlegen. Also, hier können wir dann die Lampen hinbauen und so. Die Laternen. Das können wir wieder wegmachen. Hätte ich vielleicht jetzt nicht die Eisenspitzhacke nehmen müssen. Da muss ich wachsen. Da muss ich wachsen. Da muss ich warten, bis es zugewachsen ist. Wieder mit Gras. Das kann noch ein bisschen dauern. Und dann würde ich nämlich vorschlagen, da gegenüber nämlich das Lager zu bauen. Also dann kann man hier über die Straßen und so weiter pipapo. Oder vielleicht da an die Ecke. Wenn ich da genug Platz dann hätte. Müsste ich wieder Terraforming nach oben machen. Ich glaube, wir bauen uns hier hin und machen die Höhle hier zu. Ein Stückchen weiter vor, mal gucken. Ich nehme jetzt hier erstmal ein bisschen Holz mit. Habe ich noch eine... ja. Eine Steinaxt habe ich dabei. Ich weiß, wir könnten jetzt auch Silber machen. Also Eisen. Aber ganz ehrlich, brauche ich eigentlich noch nicht. Eine Map würde ich mir auch gern machen mit Kompass. Aber dazu brauche ich Redstone. Also wir müssen definitiv den nächsten Mal in die Höhle rein. Dass ich die Map bekomme, dass ich einen Kompass habe. Ja, dass wir auch ein bisschen wandern können und dass wir auch ein bisschen anderes Holz besorgen können. Ich höre zwar die ganze Zeit einen Zombie, aber hier ist nirgendwo einer. Guck, guck. Wahrscheinlich unten drunter gleich direkt die Höhle. So, dann tun wir nämlich den Baum hier mal, die Bäume hier mal weg. Dann werde ich mir hier einen schönen Platz schaffen. Und dann können wir eigentlich schon mal mit dem Lager anfangen. Oh.
Okay, tatsächlich, ich muss hier zumachen. Hier unten war ja nichts, gell? Ne, hier unten ging es ja nicht mal weiter, okay. Wir können es zwar für Steine benutzen, aber ganz ehrlich, ich mach das dicht hier einfach und gut ist. So. Mit was mache ich das dicht? Ich mach das mit. Ich glaube, ich mach das mit Erde einfach dicht. So, zack. Zack, 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 zack. Ja, die Fackeln, okay, die sind ein bisschen doof, dass ich die jetzt da unten lasse, aber pff, egal, die kann man ja schnell wieder herstellen, das ist ja weniger das Problem. Ich brauche nur das Material dafür, das dicht zu machen. Ja, wird doch ein bisschen länger dauern, bis ich tatsächlich mit dem Lager anfangen kann. Aber ich möchte es gerne dicht haben. Damit wir keine bösen Überraschungen bekommen oder so. Wenn wir da weiter bauen oder da weiter bauen, machen wir das lieber so. Natürlich könnte ich jetzt rein theoretisch in den Kreativmodus rein, könnte das Ganze dicht machen, könnte dann weiterbauen, aber dann sind meine Erfolge weg und das möchte ich auch nicht. Ich möchte ja mit euch zusammen Erfolge einsammeln. Und so zweite Erfolge machen, macht doch mehr Spaß. So. Da muss ich Erde klatschen, Erde klatschen, Erde klatschen, müssen wir immer. Rein theoretisch könnten wir es auch mit Kies zu machen, oder? Ich merke gerade, es wird gleich dunkel wieder. Da können wir gleich schlafen gehen und uns nochmal zwei Schaufeln craften und dann die Höhle da unten zumachen. Oder ich mache die Höhle offline zu und... Ja, ich glaube, ich mach's offline zu. Ich mach's sie, glaube ich, offline. Weil geht dann auch ein bisschen schneller. Ich mach das einfach offline zu und dann bei der nächsten Aufnahmesession ist die Höhle einfach zu und ja, wir können dann weiterbauen. Das mache ich, glaube ich, dann offline, weil sonst wird's ja vielleicht ein bisschen zu langweilig. Okay. Jetzt habe ich gefragt, was schöner aussieht. Um ehrlich zu sein, gefällt mir das selber mit den Slabs eigentlich recht gut. Aber ich merke gerade, ich habe wieder zu viel Gerümpel einstecken, ey. Mal. Können wir auch die noch dazu nehmen? Verdammt, ich habe den Platz einmal nicht dafür. Oh Mann. Achso, das ist die Essenstruhe, verdammt. Wo ist die verschiedene Truhe? Ich habe doch eine verschiedene Truhe gemacht, oder? Ja. Eine verschiedene Truhe mit Setzlinge, mit dies, mit das, mit jenes. Den Eimer Wasser können wir eigentlich auch wieder reintun. Knochen können wir auch reintun. Da draußen machen wir dann später mal Knochenmehl. Ja, die Erde, die brauche ich. Sand, ah, könnte ich auch gebrauchen.
zum Füllen von einem Loch. So. Ich glaube, wir machen das echt so. Tatsächlich könnten wir aber auch. Was haltet ihr eigentlich von der Idee? Dann haben wir es draufsetzen. So den Weg vielleicht machen? Ist ein bisschen hoch, oder? Aber wir können dann coole Muster hier reinmachen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So, dann könnte man das so lassen. Es sieht natürlich eigentlich auch nicht schlecht aus. So. So. Dann hier auch. Dann hier halt unten weiterführen. Sieht eigentlich auch gar nicht mehr so doof aus. Dann brauchen wir nämlich hier auch keine Büschen. Warte mal. Ist aber dann idiotisch, was ich da mache. Warte mal. Ist zwar ein bisschen hoch, aber wir sparen uns noch Material, um ehrlich zu sein. Den Weg können wir ja immer wieder verändern, das ist ja natürlich kein Problem. Wie es uns gefällt, weil könnte ja sein, dass noch ein paar Mods kommen oder so, kein Ding. Aber so können wir einfach Material sparen. So. Und hier. Zack. So. Dann hier wieder unsere. Was ist schon? Cobblestone. Hätte ich da gar nicht wegmachen müssen eigentlich. So. Dann können wir hier glatt die Erde wieder reinmachen. Super. Habe ich gerade umsonst rausgerissen, aber wir ahnten auch sowas, dass ich mich auf einmal umändere und es doch anders mache. Aber wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? So, hier sieht man ja wieder nichts. Da ist dieses Muster drin. Sieht eigentlich gar nicht mehr so doof aus. Finde ich jetzt. Also, ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ist zwar ein bisschen erhöht, aber wir sind ja auch ein bisschen höher. Von daher passt das eigentlich. Okay, man sieht dann hier so eine leichte Erhöhung, klar. Aber so im Großen und Ganzen sieht der Weg gar nicht mal so dumm aus. Müssen wir mal schauen. Euch bleibt es überlassen. Also ihr könnt es, wie gesagt, gerne in den Kommentaren schreiben, wie es euch besser gefällt. Und ja. Wenn es euch anders dann natürlich besser gefällt, könnten wir natürlich das auch noch umändern. Aber das wäre jetzt weniger das Problem. So, dann würde ich sagen, dann könnten wir hier so eine kleine Treppe reinbauen. Dann machen wir hier einfach die wieder raus. Hier. So. Dann nehmen wir die da hier. Und so.
Was? Ach, geht jetzt nicht. Schade. Warte mal, dann muss ich das erst einmal raushauen. Genau. So. Dann kommt hier praktisch wieder das Tor rein. Genau, hier kommt das Tor rein. Ach, geht nicht. Schade. Schade, dass das nicht geht. Echt schade. Also das finde ich jetzt schade. Okay. Dann würde ich sagen, hier können wir das Lager hinbauen. Aber wartet mal, wir haben, glaube ich, genug Platz. Ich muss es ja nicht direkt über die Höhle bauen. Na? Wir können zumindest schon mal mit dem Lager anfangen. So, ich mache das jetzt nochmal mit der Absicht so, vielleicht gehe ich auch einfach wieder runter. Den Weg, das kann natürlich auch passieren. So, dass ich ungefähr mal schauen kann, wie ich den Weg mache. Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall Holz. So einen kleinen Plan habe ich schon, was ich machen möchte, aber... Wie gesagt, das findet nur im Kopf statt. Ich mache mir jetzt keine Planung oder so oder überlege so, wow, was baue ich jetzt? Ich habe einfach Bock auf ein Lager. Und irgendwie brauche ich auch ein Lager, wo ich mehrere Sachen dann wieder benutzen kann. So, wenn hier wieder Setzlinge runterkommen, die tun wir auf jeden Fall einsammeln und die bauen wir dann. So, wie viele Baumstämme habe ich denn? 25. Okay. So, jetzt mal überlegen. Ich will natürlich ein größeres Lager bauen, ist ganz klar. So, warte mal. 3 haben wir gesagt. Lass mal dann frei. Okay, dann fangen wir einfach hier mal an. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3 und dann so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, würde genau hier hingehen. Okay, das passt ja noch. Okay. Dann hier hin, hier hin. Da passt es nicht, aber es macht nichts. Können wir gleich verbessern? Hab ich Erde noch da? Nee, Erde habe ich jetzt keine mehr da. Wir schlafen kurz mal eine Runde. Ah, ich kann nicht schlafen. Ah, ich bin so aufgeregt, ich kann nicht schlafen. Ah, jetzt kann ich schlafen. Okay. Schweinchen, was machst du auf meinem Weg? So, warte mal. 1, 2, 3. Hier, 1, 2, 3, hier. Dann muss ich tatsächlich nur zumachen. Warte mal, ich sammle hier mal kurz die ganzen Setzlinge ein. Wir müssen da noch Bäume pflanzen. Die brauche ich dann unbedingt. Weil ich will nicht immer dahinter laufen. Ihr versteht, was ich meine. Ich brauche tatsächlich noch ein bisschen Erde. Ich mache das jetzt gerade mit der silbernen Masche. So. Weil es einfach ein bisschen schneller geht.
So, 30 Erde haben wir. Dann tun wir die mal hier rein. Dann machen wir einfach nochmal hier zu. Dass ich hier zumindest bauen kann. Und wie gesagt, die Höhle, die mache ich dann offline zu. Die mache ich dann offline zu. 1, 2, 3, genau hier. Und dann 1, 2, 3, genau hier. Gut. Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Sind noch ein paar da. Ah, sieht nicht so aus. Keiner mehr. Egal, macht nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Und den sechsten Baum, den kommen wir hier hin. So. Brauchen wir wieder Bäume. Der eine oder andere fragt sich jetzt, warum durch die so weit auseinanderbauen. Ich will einfach keinen Monsterbaum haben. So wie der da hinten zum Beispiel, wo ich dann ewig lang schauen muss, oh, wo sind die Blätter, wo sind die Stämme, wo ist dies, wo ist das. Habe ich einfach keine Lust dazu. Deswegen verteile ich die ein bisschen, dass die nicht so zusammenwachsen. Manchmal klappt's, manchmal klappt's auch nicht. Aber irgendwann mal, vielleicht baue ich mir auch irgendwas hier, wo ich Holz farmen kann oder so. Das Ganze dann noch ein bisschen einfacher geht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wie weit das Spiel überhaupt das Ganze möglich macht oder wie weit die Version hier ist. Ich habe ja in dem einen Let's Play mal eine Baumschule gebaut. Würde ich vielleicht gerne hier auch bauen, aber im Survival die zu bauen, ist glaube ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig. Weil ich wüsste nicht mal, wo ich hier Sumpf habe oder wo ich die. Ne, da hinten habe ich Sumpf. Wahrscheinlich, glaube ich. Aber habe da auch diese Viecher da dann spawnen, also wo ich die klebrige Pisten bekomme. Weiß ich gar nicht. So, wir bauen das Ganze jetzt 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 und dann rüber. Shift-Taste gedrückt. 1, 2, 3. Nach oben. Und verbinden das Ganze jetzt einfach mal. Dann wird es eine schöne große Lagerhalle, wo wir auch mehrere Kisten dann unterbringen können. Wird sogar größer als meine aktuelle. Und ja, das ist dann 1, 2, 3. Ja, wird passen, glaube ich. Würde passen, glaube ich, denke ich mal. Können wir auf jeden Fall anbieten. Man braucht ja ein bisschen Platz, gell? Wir brauchen ja ein bisschen Platz, um ja, die ganzen Sachen unterzubringen, die wir sammeln. Aber das Holz, das reicht halt leider hinten und vorne nicht. Aua. Das Holz reicht leider hinten und vorne nicht. Vielleicht soll ich doch dahinter mal laufen. Ich soll ja eigentlich nicht so faul sein und soll dahin aber mal im Wald einiges abholzen. Dass wir genug Holz da haben, weil so dauert das ja mir zu lange eigentlich. Oder ich brauche mehr Struktur, weil es ist sowas wie eine Baumschule. Einfach nur, um besser Holz zu farmen.
Könnte man rein theoretisch machen. Also ohne die Pisten dann. Ohne dieses automatisch Farmen. Wie gesagt, mal Holz, das reicht mir hin und vorne hier nicht. Braucht da eindeutig mehr. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und solche Bäume hier zum Beispiel möchte ich gerne vermeiden. Die haben zwar viel, wirklich, wirklich mega viel Holz, ja. Klar, logisch. Aber es macht auch eine verdammte Mühe, den ganzen Baum da mit den einzelnen Blöcken sozusagen, wollte ich jetzt sagen, abzuholzen. Und dann das nächste Problem natürlich, tut der Baum auch genug Setzlinge abgeben, dass es sich auch richtig lohnt, oder? Das ist natürlich... Ja, zum Beispiel, du hast jetzt hier wieder... Zack, den musst du schon mal wieder wegmachen, weil du da noch Holz hast. Dann hast du hier Holz. Dann hast du hier Holz. Dann musst du erstmal durch. Dann hast du hier Holz. Zack, und jetzt ist es gleich Nacht, so wie es aussieht. Na? Gut. Dann hast du hier einiges an Holz schon weggemacht. Dann hast du hier Holz, dann musst du hier die Setzlinge wegmachen, dass du überhaupt ans Holz hinkommst. Und das meine ich damit, das will ich einfach verhindern, dass ich nicht so viele Blätter hier kaputt mache. Einfach nur, dass ich das... Und dann fliege ich runter. Ja, schönes Ding. Fällt mir auch richtig, aber... So, jetzt lasse ich den mal kurz debacken, dass ich sehe, wo noch Holz ist. Und natürlich fleißig Setzlinge einsammeln. Ich meine, ganz ehrlich, das ist Faulheit. Das ist dann, glaube ich, wirklich Faulheit, weil ich einfach keine Lust habe, so einen großen Baum abzuholzen. Das ist dann einfach Faulheit, glaube ich. Das ist dann einfach Faulheit, glaube ich. So, da ist auf jeden Fall Holz noch. So, dann bauen wir uns das mal hoch. So, dass ich da besser hinkomme. Das können die letzten zwei sein. Ich bin mal aber nicht sicher. Schauen wir mal. Ja, Erde klatschen mit einem Stück Steak. Jawohl, ja. Lecker. So, mal gucken. Ne, da ist glaube ich noch ein Holz, oder? Oder sieht es nur so aus? Ne, ich glaube, der debuggt jetzt komplett. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal. So, 20 Bäume hätten wir schon wieder. Das ist schon mal cool. Gut, funktioniert. Läuft, läuft, läuft. Wunderbar. Aber mir wäre es halt auch lieber, wenn ich einen kompletten Wald hier hätte oder so. Ach komm, das machen wir jetzt einfach mal. Zack, 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 zack. Ist doch egal. Ich soll doch nicht so faul sein. So. Wir müssen schlafen gehen. Ich darf doch nicht so faul sein. Mensch, das ist ein anstrengendes Spiel, craften und so weiter, bauen, bauen, bauen und so. Ich darf doch nicht so faul sein in dem Spiel, eindeutig nicht.